Ich lade Sie ein zu einem neuen Draußen-Gottesdienst. Kommen Sie mit. Liebe Freundinnen und Freunde unserer Draußen-Gottesdienste, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Andacht. Jetzt genießen wir das Sein draußen in der Natur, in Gärten, in öffentlichen Parks oder auch im eigenen Garten. Ein Garten ist eine besondere Struktur, die der Natur, der Wildnis abgetrotzt ist. Auch die Bibel beginnt mit einem Garten. Dieser Garten heißt der Garten Eden und Gott selbst hat ihn gepflanzt. Also ein wunderschönes Bild am Anfang der Bibel, dieser Garten. Die Bibel endet aber nicht mit einem Garten, sondern mit einer Stadt, der herrlichen Stadt, das neue Jerusalem. Dieses neue Jerusalem hat selber auch Gärten in sich, einen Fluss und Bäume. Wir werden heute über Gärten hören. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Andacht. Wir hören nun eine Bibellesung vom ersten Garten der Menschheit. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr die Erde und den Himmel machte. Und die Sträucher auf dem Felde waren noch gar nicht vorhanden. Und all das Kraut auf dem Feld war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf die Erde. Und es war noch kein Mensch da, der die Erde bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gen Osten und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hat. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, die er gemacht hat, verlockend und schön anzusehen. Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, der teilt sich in vier Hauptarme. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Liebe Freundinnen und Freunde unserer Draußen-Gottesdienste, aller Anfang ist schwer. So heißt es. Doch jedem Anfang wohnt auch ein Zauber inne. Anfangen. Gott ist eigentlich der Anfänger schlechthin. Er fängt alles an. Denn er erschafft die Welt und alles, was dazugehört. Gott fängt etwas von selbst an, aus sich heraus. Und auch der Mensch ist frei dazu, anzufangen aus eigenem Antrieb. Auch wenn natürlich in viel eingeschränkterem Maße als bei Gott. Immerhin, die Welt ist uns Menschen schon gegeben, von und dank Gott. Unser heutiger Bibeltext beschreibt den allerersten Anfang. Gott erschafft den Garten Eden für uns Menschen. Viele von Ihnen haben sicherlich einen schönen Park in der Nähe, einen Balkon mit Blumen und Pflanzen oder gar einen eigenen Garten. Finden Sie das auch wunderbar, wenn es so wohl geordnet ist? Der Boden locker geharkt, die Pflanzen hochgebunden, die Pflanzenpracht blühend und üppig. Man sieht, was man vollbracht hat. Ich kann daher so richtig nachempfinden, wie Gott sich umschaut und sieht, dass es sehr gut ist, was er erschaffen hat. Nach getaner Arbeit macht sich eine wohlige Zufriedenheit breit. Man hat zwar fest zugepackt, aber man wird auch reich belohnt bei dem Blick zurück auf die Arbeit. Siehe, es war sehr gut. Sicherlich war auch Gott wohlig zufrieden damals am Anfang der Welt. Den Menschen war das Paradies geschenkt. Alles war ihnen gegeben von Gott. Alles war da.
Tiere, Pflanzen, Vögel, Fische, Bäume, die Sonne, der Mond, Himmel und Erde, Tag und Nacht. Und ganz anschaulich beschreibt auch unser heutiger Bibeltext die Ordnung der Welt. Und es ging aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, der teilte sich von da in vier Hauptarme. Der Bibelbericht legt hier so viel Wert auf Wasser, weil Wasser Leben bedeutet. Uns Menschen in Deutschland wird die Abhängigkeit vom Wasser gerade erst bewusst. In anderen Landstrichen wie Griechenland, Afghanistan oder Afrika kann man letztlich nur dort ernten, wo ein Brunnen oder eine Wasserquelle vorhanden ist. Jesus Christus verwendet das Bild des Wassers als Bild für den Glauben, als Ermächtigung. Er sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Und natürlich brauchen auch Gärten Wasser zum Leben. Den ersten Impuls zum Leben gibt Gott. Er schenkt den Menschen das Leben. Er sorgt für die Menschen, er sorgt für uns. Wie es in unserer Bibelstelle heißt, und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden. Gott selber ist also der Gärtner. Lassen Sie uns von der Bibelstelle springen zu Ostern. Interessanterweise bezieht sich die Erzählung von der Auferstehung Jesu zu Ostern im Johannesevangelium auf die Schöpfungsgeschichte. Maria Magdalena erschrickt, als sie zum Grab kommt und Jesus sieht, weil sie ihn für den Gärtner hält. Maria Magdalena erkennt Jesus nicht. Sie meint, es sei der Gärtner. Gott der Gärtner und nun Jesus der Gärtner, der das Leben bringt. Eine spannende Parallele. Finden Sie nicht? Und dann werden wir Menschen zu Gärtnerinnen und Gärtnern. Gott gibt uns den Auftrag, seinen göttlichen Garten zu bebauen und zu bewahren. Und dennoch, bei allem Fleiß haben wir Menschen mit dem Bewahren und Bebauen so unsere liebe Mühe. Gartenarbeit ist wunderbar, um den Kopf frei zu kriegen. Es ist aber auch nicht leicht, all das Gegebene zu hegen und zu pflegen. Ich spreche aus eigener Erfahrung und denke nochmal an den Garten und an den Balkon zurück. Diese Arbeit braucht wirklich Zeit und Energie, so wie alle Arbeit, so schön sie auch ist. Wir brauchen Liebe und Geduld, um unsere Kinder zu erziehen. Wir brauchen Durchhaltevermögen, um einen Schulabschluss zu schaffen oder ein Projekt zu verwirklichen. Und um die Schöpfung zu schützen und zu retten, brauchen wir nicht nur Energie, sondern den Blick für das Ganze. Immer wieder sind wir Menschen als Gärtner aktiv. Dabei brauchen wir den Segen Gottes und wir brauchen Gottes Hilfe, damit unser Handeln fruchtbar ist. Für mich spannt sich ein Bogen der Gärten, von der Schöpfung mit dem Garten Eden, über Weihnachten, also Jesu Geburt, hin zu Ostern, also Jesu Auferstehung. Am Anfang der Bibel der wunderschöne Garten Eden, das Paradies. Dann zu Weihnachten, dort heißt es im Weihnachtslied, heute schließt Jesus wieder auf die Tür zum Paradies. Und schließlich an Ostern der Auferstehung Jesu, ist Jesus im Garten und wird für den Gärtner gehalten, der uns neues Leben schenkt. Immer wieder das Thema des Gartens also in der Bibel. Gott lädt uns immer wieder in sein Paradies ein. Jesus öffnet uns neu die Tür ins Paradies. Und die Natur führt uns das neue Leben vor Augen, das wir an Ostern, also im Frühling, feiern, wenn die Pflanzen wieder ergrünen und erblühen. Lassen Sie uns auch den heutigen Sonntag im Glauben daran feiern, dass Gott ein Gott des Lebens ist. Gott hat uns Menschen das Leben geschenkt. Er hat uns diese Welt als seinen Garten gegeben.
sehen wir zu, dass wir diesen Garten des Lebens bewahren und beschützen als Gottes Geschöpfe und als Gottes Gärtnerinnen und Gärtner. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf zu dir und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag. Danke für deinen Geist des Lebens. Danke, dass ich ihn in mir trage. Danke, dass ich mich nie vergebens an dich wende. Danke, denn wenn ich alles könnte, bliebe ich allein.